Willkommen zurück bei Let's Play Dead Space 3. Ja, es tut mir leid, das letzte Mal war, glaube ich, der Sound ein wenig leise. Jetzt weiß ich nicht, ob er zu laut ist, aber ich, ja, lass ihn jetzt erstmal einfach so. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar haben wir das letzte Mal den lieben Norton umgebracht und von der Klippe geschmissen. Und, Kapitel 13 nach den Sternen greifen. Dafür müssen wir da hinten hin. Jetzt würde ich aber erstmal eben wissen, was hier ist. Bitte. Aha. Ja, machen wir gleich. Da draußen liegt auch noch was. Moment. Was haben wir hier? Plus 2 Schaden, plus 1. Oh, jetzt kommen die Teile. Das ist natürlich sehr schön. Ja. Das sind die besten Platinen. Und die werden wir jetzt auch mal irgendwo hier reinhauen. Hier plus 2 Schaden, plus 1 Nachladen. Wunderbar. Und ansonsten, wie sieht es mit unserer, gibt es unsere neueste, unsere beste, unsere gute Waffe jetzt schon? Nein. Ich weiß zwar auch nicht mehr wirklich, wie sie heißt. Aber egal. Achso, ich wollte mir aber eine nee, brauche ich nicht. Okay, passt schon alles. Wunderbar, und wir gehen weiter. Und zwar fangen wir hiermit an, dass hier irgendwo ein Piepen wieder ist. Ja, da haben wir es auch schon. So, such du mal. Viel Spaß dabei. Währenddessen gucken wir uns ein wenig um. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann müssten wir hier irgendwo... Ja, unsere Freunde finden. Isaac. Was, Robert? Ist er? Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich... Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Eieieiei. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Hoppala, das war die falsche Taste, egal. Hoppala, jetzt habe ich mein letztes Medikit eingesetzt, auch wunderbar. Wir gehen einfach nach oben. Ist jetzt, wir warten nicht auf die anderen. Wir schießen uns da einfach hoch. Hoppala. Hui. Und los geht's. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt's einen sichereren Weg. Ja. Das war jetzt knapp, egal. Hauptsache, wir haben das geschafft. Kommt jetzt hier noch irgendwas? Oder nicht mehr? Okay, oben sind wir. Aber es geht noch weiter hoch. Ja, es geht noch weiter hoch. Und hoppa. Ich weiß nicht, warum die da jetzt eine Abstufung gemacht haben, aber... Ja, ist auch egal. Jetzt wäre ich mal da reingesprungen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil der Kletterhaken so weit rechts ist. Also theoretisch müsste ich ein klein wenig weiter nach rechts gehen. Da sind nur so spitze Eisspitzen, die mir Sorgen bereiten.
sieht ja nicht mal anstrengend aus. So, wo lang müssen wir? Wir müssen da lang. Was ist denn hier? Ja, hier ist auch nichts. Okay. Dann gehen wir aber weiter und gucken mal, wo wir hier landen. Ellie, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre angesteckt hat. Morgen ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat. Danke. Warum ist es jetzt so ruhig? Die Musik hat aufgehört, das ist kein gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich, hier sind... wieder Gegner und man sieht sie sogar schon. Und ich habe da unten was vergessen, fällt mir gerade auf. Dieses Ding, was da... Ich habe doch eben aus dem Fenster geguckt und habe da was gesehen. Tut mir leid, das habe ich vergessen. Aber jetzt ist es zu spät. Wow, wow, wow. Du kamst jetzt ein bisschen zu leise. Okay, ich komme mir gerade irgendwie zu leise. Okay, alles. Voll mit blau leuchtenden Teilen. Ach, ich kann hier nicht zurück. Ah, witzig. Ernsthaft. Meine Herren. Sind ihr ernst hier? Scheiße. Ja, ich habe gerade gar keine Medipacks, deswegen bin ich immer noch halbwegs im Arsch. Na toll. Hier ist nicht mehr irgendwas. Außer wieder irgendwelche Bellas-Kompaktrahlen, die wir überhaupt nicht brauchen. Ja. Ist verstanden, danke. Okay. Fortschritt gespeichert, immerhin. Okay. Scheint nichts mehr zu kommen. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Ja. Ellie ist ein bisschen verstört, weil ihr Robot weg ist. Gut, Pech, Schicksal passiert. Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie? Oh Gott! Vorsicht! Hinter! Hinter mich! Oh, Scheiße! Versuchen wir es zu verjagen! Ellie? Ellie! Ellie! Ah! Ellie! So. Ihr seid scheiße. Und euch mag ich nicht. Hallo, kriegst du noch irgendwas raus? Danke. Ich
mag euch nicht. Seit Dead Space 1 mag ich euch nicht. Überhaupt nicht. Hallöchen. Oh. Hoppala. Ja, dich habe ich etwas zu spät gesehen. Wäre aber freundlich, wenn du dich doch etwas in Ruhe lassen könntest. Ernsthaft. Ach, kommt schon. Also jetzt geht er mir langsam echt gegen den Strich. Also wirklich extrem gegen den Strich. Seid ihr noch mehr von euch? Sind hier noch mehr von euch so? Wenn ja, ich habe hier eine Axt. Dann würde sie euch gerne irgendwo hinrammen. Sie sind doch auf jeden Fall noch mehr von euch. Munitionshilfe. Okay, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich kenn's, ich weiß es aber nicht mehr. Okay, ich muss anscheinend noch höher. Okay, Medipix habe ich wieder ein paar. Na, jetzt wieder auch nicht, aber egal. Wir wollen hier hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hinter mir jemand ist. Davor habe ich Angst. Hinter mir ist gut. Hinter mir wäre ja noch nett. Sie sind aber über mir. Jo, genau. Sag mal, hat das noch irgendwie? Okay, ich bin aber fast oben. Also es werden die Kletterpartien auch schon wieder schwerer. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Gott sei Dank. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Will sie aber gar nicht hören. Egal. Setzen wir das Ding mal aus. Eieieiei. So, 830 Schuss haben wir mit dem Teil noch. Was bedeutet eigentlich 830 Schuss? 820. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt... Hey. Was? Wo kommst du denn her? Eieieiei. Okay, rückwärts gehen war jetzt gerade mal eigentlich einzige Möglichkeit, wollte ich sagen. Ja, lecker. Irgendwie scheint hier unten auch noch irgendwie eine Party zu Gange. Im Gange zu sein. Die ich mal gerne beenden möchte. Ja, da geht die Party weiter.
Ich würde gerne noch irgendwas aus dir sondieren. So, da muss ich lang. Das ist die Frage, gehe ich da lang? Oh, ich habe einen neuen Sucherbot gefunden. Das ist ja praktisch. Und ein Scuff. Lesen wir mal. Die Soldaten Baselinger nennen es inzwischen die Schneebestie. Es wäre eine Art moderner Yeti. Die Beschreibung der Augenzeugen decken sich mit einer der gefrorenen Kreaturen, die wir an der Grabungsstelle Einrichtung 1 fanden, und einer anderen, die wir in Einrichtung 2 oben auf dem Berg zusammensetzen. Es ist ein sonderbares Krustentier, etwas, das man eher bei einer Tiefsee-Expedition als bei einem Trek durch eine Eiswüste zu finden vermutet. Da dieses Exemplar überlebt hat und die anderen nicht, beweist, dass es extrem widerstandsfähig ist. Wenn wir etwas über diese uralte Wesen erfahren wollen, muss ich es mir genauer ansehen. Und ich drücke immer die verkackte falsche Taste. Aber egal. Gut, weiter jetzt. Hier mussten wir, glaube ich, lang, ne? Okay, hier ist es aber nicht. Gut, ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald eine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke, Ellie. Oh, süß. Okay. Wir haben hier ein paar Sachen bekommen. Und noch ein Sucherbord, wunderbar. Ja, Wolfram haben wir aber extrem viel. Wow. Muss ich mal so sagen. Apropos. Nee, das geht nicht. Haben wir hier irgendwas Tolles, Neues? Immer noch Kokau. Nee. Das lasse ich auch erstmal so, wie es ist. Obwohl, Stase-Packs, ganz ehrlich, haben wir. Brauchen wir nur 3 maximal. Save. Brauchen wir nicht. T-Inhalte zum Runterladen. Ich zeige euch mal eben was. Und zwar kann man sich hier für Rationspunkte Sachen kaufen. Beschleunigung für Watson. Hä? Nein, man kann sich hier für Echtgold Punkte kaufen. Ich finde das Ganze nicht so witzig. Ich finde das eigentlich echt doof von EA, was sie da gemacht haben, dass man hier so zusätzlich Geld bezahlen kann dafür, dass man hier noch irgendwelche Items und sonst was bekommt. Allerdings gibt es auch also ich habe hierfür kein Geld bezahlt, das ist die Limited Edition, was ich alles habe. Aber man kann für Rationspunkte kann man sich auch was kaufen. Und zwar einmal dieses epische Waffen- und Ressource-Pack. Aber da war doch mal nicht noch was. Schade, geht nicht. Okay, ich habe noch zu wenig Punkte. Aber ich meinte, da gab es eigentlich noch was. Aber das wundert mich jetzt ein bisschen. Egal. Wir haben hier die Stase-Hilfe, die brauchen wir nicht. Wir machen das zu einem uns. Erhöht die Clipgröße für Spieler und Partner. Ja, machen wir einfach mal. Weil die Stase-Hilfe brauchen wir nicht. So. Gucken wir mal, eventuell haben wir jetzt halt ein bisschen. ...26, passt schon irgendwie. Gut, dann gehen wir weiter. Und schauen mal. Wo bitte? Ach, es geht weiter hoch. Wunderschön. Ja. Okay, ich muss anscheinend noch ein paar Ebenen höher, um das Ding zu finden, wo ich da hier den Sucherbot hinschicken kann. Wir haben es jetzt 3 Sucherbots, das ist gar nicht mal so eine schlechte Ausbeute. Ach so. Ja, ich erinnere mich. Langsam, wollte ich sagen. Oh fuck, jetzt habe ich.